Zunächst wird ein Wasservorrat angelegt. Dazu wird Wasser auf Sand getropft. Zwei Spatel Magnesiumpulver werden in eine Rinne gegeben. Die Rinne wird in das horizontale Reagenzglas eingespannt und mit einem Stopfen mit Glasrohr und Rückschlagsicherung verschlossen. Um die Luft aus dem Reagenzglas zu verdrängen, wird etwas Wasserdampf erzeugt. Ist das ganze Reagenzglas mit Wasserdampf gefüllt, wird das Magnesiumpulver stark erhitzt. Hier im Zeitraffer.